Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Raft, die so schön hat gekitzelt in deinem Bauchnabel, Tobias. Wie dieser Fisch, der gleich zwischen deine Beine kitzeln wird. Was? 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 Tobias, dir hängt ein Zitteraal aus der Hose. Tobias, zeig mal dein Zitteraal. Leicht gestört. Hier, guck mal, Tobi, die gehen leider nicht mehr hier. Die Rohre sind so, alle, warte. Das hat nicht funktioniert. Das speichert er einfach nicht mit. Dass die Rohre durchgehen. Oh. Das müsste man jetzt mal neu machen. Also muss ich wohl Wir sind sehr einsam schon seit sehr langer Zeit, Erik, ne? Ich meine. Gut, die Größe stimmt, aber da. Das ist nicht der Ansaugmechanismus, das ist das Gegenteil, ne? Also kann sein, dass du dann deine Eier voller Wasser hast. Das ist ein riesiger Boden, kein Problem. Das ist eine riesige Wasserblase da unten. Ja. So. Das ist wie der Kugelfisch dann. Was mach ich denn hier? Warte, ich verpeile alles. Rot, schwarz, weiß, gelb. Rot, schwarz, weiß, gelb. Rot, schwarz, weiß, gelb. Dann mach ich nochmal schnell. Rot, schwarz, weiß, blau brauchen wir nicht. Gelb, okay. Guck mal, ballern wir rein, was wir reinballern können. So. Rot. Schwarz brauchen wir eh noch ein bisschen. Dann weiß und gelb. Gelb ist voll. Weiß brauchen wir noch ein bisschen. Okay, dann let's go. Pflanzen wässern. Okay. Gut, ja, ich muss die Tiere, das muss ich anders machen mit den Tieren, dass ich die anschließe, glaube ich. Das war nicht so effektiv, leider. Schade. Ne, finde ich halt auch. Hätte gut klappen können, aber leider. Nee, das wird nicht gehen. Oh. Was denn? Erik? Ja? Guck mal her. Ja? Ja. Hab für dich gekocht. Nimmst du einfach selbst aus dem Topf. Bitte Gabe. Bitte essen. Na bitte. Boah. Was hast du geschrieben? Ich hab's nicht gesehen. Was bist denn jetzt so? Hier, Tobi, schnell. Nimm dir das raus hier. Nimm dir das doch mal raus. Ich kann ja so ein Wasserrohr bauen vom Topf ins Klo. Hier. Wie man das einfach gar nicht sieht, dass nur Scheiße drin ist. Nein, ich hab's nicht gemeint, Tobi. Es ist natürlich nicht Scheiße. Es ist schon Ach, geh doch mal weg damit. Erik, es ist mit Liebe gekocht. Gut, was du so als Liebe definierst, ne? Ach, kacke, Mann. Ich dachte, ich könnte irgendein random Rezept mit Lachs mal probieren, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja, random ist, glaube ich, schwierig hier, ne? Ja, aber wir haben 10 Lachse. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Wir haben kein Rezept für Lachs. Wir haben noch ein Rezept für Lachs. Wir haben letztens noch ein Rezept für Lachs gefunden. Ja, ich hab's. Also da oben hängt keins. Ich glaube, die Antenne hier stört einfach. Da, ne? Sonst könnte ich hier hochbauen einfach, oder? Ja, ich kann hier gar nicht. Hä, wieso kann ich hier nicht. Ach, Lachssalat. Ja, genau, genau. Der ist es. Hä, wieso kann ich nicht auf dem Mittelteil bauen? Hä? Das Bausystem macht mich manchmal wahnsinnig hier. Was war das? Hä? Ich hab mein Radio aus Versehen ausgemacht. War deswegen kurz Musik mit diesem. Ach, das war Ingame-Musik, die ganz kurz kam. Glaube ich. Ach, für das Lachsrezept brauchte man diese komischen blauen Algen, deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber von denen haben wir noch ein paar, die können wir sogar anbauen. Das stimmt, das wollte ich probieren. Haben wir das nicht gemacht? Weiß ich nicht. Ich glaube sogar. Ich wollte die nicht aufbrauchen, weil sonst haben wir die nicht mehr. Ja, warte, ich guck gleich mal, Warte. Ich versuche hier nur. Hä, wieso geht das denn jetzt? Hä? Ach, wegen dem Ding da, ne?
Ja, wir müssen die Radiotürme und so mal wegmachen. Dann kann ich hier vielleicht diesen Rohrverteiler oder so mal gucken. Ja, wird alles nicht so geil aussehen. Aber naja. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Ganz kurz, die Algen. Hat man die schon angebaut? Ich weiß es nicht. Ja, tatsächlich. Und hat das geklappt? Also sie sind Algen, aber ich kann sie nicht ernten. Brauchte man eine Schere oder irgendwas für? Ach, ich muss sie, glaube ich, nochmal wässern, ne? Ja, ich muss sie, glaube ich, nochmal wässern. Die sind nicht fertig geworden. Ich glaube, das ist der Grund. Okay. Wie cool die Erdbeeren aussehen hier unten. Ja, die sehen voll lecker aus, ne? Ich will die jetzt wirklich essen. Nicht in-game. Geil. Diese Scheiße. Nicht in-game, sondern einfach, ne? Einfach direkt fressen. Huch. Boah. Hey, ist ja auch wieder ungegossen. Komisch. Ich mach mal kurz wieder Wasser. Oh. Bist du auch in das Loch gefallen? Ja. Okay, gut. Gut. So. Blub. Was denn? Okay. Was denn? Kann mich hier hinsetzen, wo die Vogelscheuche da steht. Das ist ja lustig. Okay, bleib mal sitzen, will ich mal sehen. Die habe ich auch illegal dahin geknötert. Mit diesem komischen Bautool. Ja. Gut. Schönen Hut hast du da eben. Sieht ein bisschen merkwürdig aus auf jeden Fall. Aber das hier finde ich immer noch nice. Mit dem, ne, hier so sitzen und angeln und so, das ist bestimmt cool. Das ist geil. Ne, finde ich auch. Ah. Das ist schon nice. Wow. So. Ohne Hai und ohne... Ich muss mal den Anker losmachen, sehe ich gerade. Ja. Ohne Hai und ohne Möwen haben wir gar nicht mehr so viele Herausforderungen, ne? Überhaupt nicht. Aber waren die je eine Herausforderung? Ach Tobi, ich bin froh, dass du das so siehst. Ach ja. Ich weiß noch, wie wir so getan haben, als würde die Möwe uns nerven. So. Okay, das geht. Okay. So. Und hier war es noch versetzt, ne? Versetzt. So. Blub. Muss ich mal ganz kurz checken. Okay. Ja, das muss hier hinhauen. 1, 2. So. Dann die Tür. So. Ich wollte das eh noch umbauen. Die Tür von hier. Alter, bis dieser riesen Oschi um die Insel rumgefahren ist, ne? Junge. Boah. Weiß nicht, was du meinst. So, nee, warte. Moment. Einmal hier, normale Wand. Einmal hier. Hier normale Wand und hier. Hä? Hier. Und hier. So. Das müsste dann richtig sein. Und dann kommt da nämlich die Lampe noch dran. Die müsste ich noch im Inventar haben. Habe ich schon abgelegt, weil ich cool bin. Okay. Na gut. Okay, das müsste aber passen. Und wenn man dann hier rausgeht, ich glaube, ich finde es nicer, wenn hier erstmal so ein bisschen... Ist ja dann, glaube ich, eh zu. Kiste. So, mal kurz gucken. Nee, mach ich mal so. So. Und dann... was ist das hier? Ja, mit Dach. Was? Mit Dach. Was gibt's denn heute? Liegt hinter dir. Kein Platz mehr in der Kiste. Geil, Tobi, nice. Oh, wie das dampft. Oh.
Aber da sind da zwei ganze Fischköpfe drin. Ich habe die Überreste von vorhin damit reingerührt. Ah, ist egal. Die schmeckt man dann ja nicht mehr. So. Hup, 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 hup. Eingekochte Fußnägel. My favorite. My favorite. So, das müsste eigentlich gehen. Okay, so. Hier ist das hier mal hier zu. Oder machen wir es drüben auch nochmal. So, dann hier nochmal. Oh, hier, 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 die. Kann ich das jetzt vielleicht machen? Nee, ne? Kann ich nicht. Ich verstehe es nicht. Toll. Okay. Ich mach das nochmal. Ich mach das nochmal von unten. Wenn das geht. So. Halbwände einmal bitte. Dann hier nochmal. Alter, Halbwand. Halbwand, Halbwand. Und dann nochmal hier einmal runter. So. Das müsste gehen. Das sollte gut aussehen. Okay. Prima. Dann müsste ich hier noch das Dach zumachen. Dann können wir die Navigation erstmal nach oben packen. Einfach erstmal irgendwie, wie immer. Hauptsache kommt hier unten weg. Und hier... Ich könnte hier theoretisch zumachen, aber das will ich, glaube ich, gar nicht. Shit, wie wollte ich das nochmal... Wie wollte ich das nochmal machen? Letzte Folge hatte ich noch den Plan. Da wusste ich noch genau, okay, so wird's. Ein... was? Plan, Puppen. Ein Plan. Verstehe ich nicht. Nee, komm, das sieht scheiße aus. So, scheiße aus, wir können das andere machen. Oh, geil, die Welt. Okay, setz den mal ein bisschen weiter nach links, damit er ein bisschen mittiger ist. Moment. Weil das komische Brettchen... Nimm bitte bis zur Titte, bis zum Sack, zack, zack. Tobi, bitte. Entschuldigung. So. Okay. Du. So. Und wir wollten ein paar Grills machen, ne? Ja. Glaube ich. Ich glaube ja. Ich glaube auch. Aber die benutzen ist was anderes. Aber die sind schon mal da dann einfach. Für die Optik halt auch, ne? Genau. Denke ich auch. Ein roher Lachs. So, mal gucken. Mal noch ein roher Lachs. Kann ja nicht wahr sein. So. Ob das hier dringend notwendig ist, war ich zu bezweifeln, aber... Was denn? Das sieht so geil aus, weil die ganzen Dinger, weil die einfach in der Luft stehen. Was steht? Weil der Boden darunter weg ist. Welcher Boden ist weg? Da wo die Dinger draufstehen, die Grills. Da fehlt bei dir der Boden schon wieder? Naja, die Decke fehlt auch schon wieder. Keine Ahnung. Hä? Was ist das denn immer? Das ist doch Kacke. Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Ich glaube, ich setze da unten dann einfach mal überall dann so Dinger hin, weil ich will ja nicht, dass es bei dir fehlt. Das ist doch doof. Ja, ich kann ja reloaden und dann, wenn wir fertig sind irgendwann, dann sieht man das auch fehlt, weil dann passt das ja. Ist doch trotzdem Kacke, oder? Ja, aber na, alles gut. Ich weiß ja, dass der normale Boden ist. Das ist ja, ne? Easy. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das easy ist, Tobi. Ich weiß es einfach nicht. Alles easy. So. Ich weiß noch nicht, ob das hier so geil ist mit diesen ganzen Grills. Ich wollte so eine Grillstraße machen, links, rechts, aber irgendwie finde ich das noch nicht mehr so geil. Oh, eine Grillstraße. Ja, aber ich glaube, ich mache das anders. Weil die Grills sind ja nicht so richtig aktiv. Ich würde dann, glaube ich, eher mehr von diesen Kochtischen machen, oder?
Davon könnten wir zwei, also zwei, drei wären da schon ganz cool von, glaube ich. Hm, glaube ich auch. Dann machen wir die lieber zentral und die Grills machen wir lieber woanders hin. Ist auch nicht so geil, wie ich dachte. Schade. So. Ja, wir könnten die Grills natürlich auch auf unsere Beach-Terrasse oben machen mit unserem Pool. Hier kommt natürlich auch einer. Hä, na klar. Hä? Noch ein paar Kästen Bier daneben. Die es aber nicht gibt. Gibt ja nur Wasser. Ah, weißt du, kannst du hätten noch mal eine Brauerei mit einbauen können. Ja, weiß ja auch nicht. Huch. Oh, warte mal, ich muss mal ganz kurz eine... Nee, Quatsch, ich muss was trinken. So. Junge, Junge, gesaufen ist aber wieder groß. So, diese Vogelscheuche mache ich jetzt auch mal weg. So. Irgendwo sitzt jetzt gerade eine Möwe und verdrückt eine Träne. Die ihr langsam so das Auge runterläuft. So. Ja, nun brauchen wir es ja nicht mehr. Du hast den Hai gesehen. Wie heißt der denn? Ach stimmt, wir haben ja geladen, stimmt ja. Ich hab den doch gerade gesehen. Irgendwas mit Furcht habe ich gelesen. Furcht? Irgendwas mit Furcht, glaube ich. Oder Furche. Kann auch sein. Nee, ich bin unzufrieden damit. Ich hasse mich. Aber es sieht trotzdem scheiße aus. Ich will nicht einfach alles vors Fenster klatschen. Das sieht zu wenig nach Kombüse aus, sondern mehr so nach, wir haben zu viel Platz und deswegen verteilen wir das im Raum. Ist es nicht so? Ja, ein bisschen vielleicht schon, aber ja, ist halt trotzdem kacke. Hast du gerade gegrunzt beim Lachen? Nein. Wieso hast du gerade gegrunzt? Nein. So. Gut, die Solardinger kommen eh nach oben nochmal, ne? Ich lasse die zwar erstmal so stehen, aber irgendwie... Ich glaube, die müssen eh nach draußen, haben wir noch nie ausprobiert. Wissen wir, wenn die eingebaut sind, ob die trotzdem funktionieren? Gute Frage, Tobi, das weiß ich auch nicht. Geht bestimmt. Das weiß ich auch nicht. So, theoretisch kann man hier dann Kisten reinmachen oder irgendwas, keine Ahnung. Wenn man das möchte. So. Belastend. So. Toll. So. Hallo? Ach so. Ist vielleicht doch... Well. Ich glaube, ist auch zu breit, oder? Gut, das ist... Ja, das ist alles in allem vielleicht ein bisschen zu breit alles. Da mache ich hier lieber ein bisschen mehr Platz, wobei das hier mit abschließen würde. Die Tierkäfige verbreitern... Ja, weiß nicht, ob wir die verbreitern, ehrlich gesagt. Würde theoretisch gehen. Du kochst gerade nichts, ne? Kannst ich koch doch nichts. Nee, kannst wegreißen. Kannst du die Rezepte mitnehmen? Ich weiß nicht, wie. Kann man die wieder abnehmen da? Ja, ich habe immer Angst gehabt, entfernen zu drücken, weil das könnte es vielleicht sein, aber vielleicht reißt dann auch den ganzen Tisch ab. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der reißt bestimmt den ganzen Tisch ab und die Rezepte sind dann weg, ja? Ich habe mal einen Screenshot gemacht. Ich glaube, also Rezepte haben wir, glaube ich, noch alle, ne? Glaube ich. Ich glaube auch. Ja. Ich glaube auch. Ja, ja. Würde halt auch erklären, warum man die so oft findet, ne? Warum denn? Ja, weil man die wahrscheinlich nicht mehr abreißen kann. Ah, also, alles klar, verstehe. Ich dachte, von der Lore aus wird das erklärt irgendwie. Die Menschen kopierten schnell ihre Lieblingsrezepte. wo war denn das Ding? War das bei Kochen irgendwo und ich sehe es gerade nicht? Ach, nee, das war Topf, ne? Oder? Doch, das müsste Topf gewesen sein. Ja, Topf. Okay, ja. Das sieht so falsch aus da. Okay, wenn man statt Topf...
man den zum Beispiel dann lieber hier in die Mitte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Dann könnte man theoretisch. Ah, okay, warte. So. Also drei Tische kriegen wir hin. Die können wir nicht schön nebeneinander stellen. Perfekt. So. Ja, dann mache ich mal entfernen, ne? Auch wenn es nicht mehr geht. Also auch wenn dann die Rezepte weg sind, ne? Probier mal, vielleicht kannst du auf die Rezepte draufgehen und es dann entfernen, aber ich glaube nicht, dass es geht. Ne, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das betrifft nur den Tisch insgesamt. Ja, ich guck mal. Ah. Oh. Ja. Nimm mal Rezepte, cool. Nimm mal gerade die Rezepte ab. Also einfach entfernen auf die Rezepte? Genau, genau, genau. Dauert ein bisschen, okay. Weil das wird sehr sorgfältig entfernt, offenbar. So. Mit Taser Stripes sind die festgemacht. Didelididididi. Okay. Prima. Dann reiße ich das Ding mal weg. Das mit dem Klo. Mein Kochtopf, das ist mein Kochtopf. Ja, das sieht ja nur um, Tobi. Du kannst ja gleich wieder dran. Du kannst gleich wieder dran, Tobi. So. So, da ist er. Oh. Kochtopf. Oh. Auch schön mit der Aussicht hier, ne? Ist schon schön, ja. Ist irgendwie nice. Das stimmt. So. Dann gefällt mir. Bitte. So, ich mach dir sogar noch einen dritten. Weil wir halt, wir sind halt eine riesige Crew. Das kann man aber gut, das ist schon nicht schlecht. Da kannst du auf dem einen mal Gemüse machen oder so und dann auf dem anderen so diese Fischsachen und so. Ne? Das ist schon gut, ne? Ja, das passt schon. Und auf die andere Seite mache ich dann Grills, falls man was grillen will. Da, ne? Also ich wollte hier, ursprünglich habe ich gedacht, wie so ein, wie heißt das nochmal, wie so eine Kücheninsel. Aber ist vielleicht ein bisschen sehr breit geworden dafür. Ja, ich dachte mir aber schon fast, dass das sowas werden soll, also... Ne? Schon cool. Muss ich mal gucken, aber ich glaube, ich mache das mal, ich muss das mal irgendwie auftrennen oder irgendwie, keine Ahnung. Wir könnten da drunter Kisten machen, wo die Sachen reinkommen. Ja, ich wollte davor eigentlich Grills machen ursprünglich, aber ja, das mit den Kisten habe ich auch überlegt, ob das nicht irgendwie geiler wäre. Andererseits haben wir natürlich auch so noch mehr als genug Platz hier, ne, für Kisten, für Truhen, für irgendwas. Naja, das stimmt. So, kleine Insel. Da ist eine kleine Insel. Wollen wir da hin? Müssen wir nicht. Ich wollte noch mal gucken wegen dem Anker, ob ich das noch mal hinkriege, irgendwie unten so einen Anker hinzubauen. Guck mal doch auf die Insel zu, ob wir dran hängen bleiben, aber ich... Oh ja, ich glaube, wir bleiben knapp dran hängen. Ich geh mal kurz zu den Segeln hoch. Sind schon Wege mittlerweile, die man hier läuft, ne? Das ist schon krass. Techno-Rave im Lager unten einfach. Hä, hey, was ist das? Okay. Achso, hä? Oh, du bist wieder beim Anker. Ja, ich probier's. Ich hab die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wollen wir auch langsam wirklich mal ein neues Tape da hinten, ne? Hä? Weiß gar nicht, was du meinst. So weird, ey. Mal geht's, mal nicht. Ich glaube, ich sollte hier nicht unbedingt stehen. Ich will unbedingt das in die Mitte haben. Ich will. Das darf nicht.
Dann bin ich jetzt doch da. Der hat halt auch eine scheiß Größe, ne? Ich meine, wer macht denn sein Schiff ungerade lang? Ja, das weiß ich halt. Das weiß ich halt auch nicht. Was sie dabei gedacht haben. Keiner. Und dass diese Platzierung so komisch ist. Das ist so, so weird. Ach, hier geht. Hier, das ist aber, warum geht's denn nicht hier? Wegen das Raft-Bausystem in der Nutshell. Wegen Stützbalken vielleicht? Wenn ich jetzt da so hinbaue und hier so und dann mache ich die in der Mitte aber weg. So, nochmal kurz ein paar Nägel hin. So, ich hoffe, hier reißt nicht, hier reißt vielleicht irgendwas weg. Müsste aber eigentlich alles bleiben. Dann ist es halt hier ein bisschen komplizierter. So. Es ist mir einfach ein Rätsel. Es ist mir einfach, ich... Ignore Permissions klappt... Hä? Aber... Ah nee, das ist ja wieder so komisch. Nee, okay. Ich will das nicht, dass es hässlich aussieht. Es ärgert mich einfach, wenn es hässlich aussieht. Du weißt, das ist so... Das ist voll die Beleidigung. Ja, da verstehe ich. Ja, ich könnte es halt irgendwo hinbauen, weißt du? Es geht schon, aber... Nein. Am Licht ist mein Gewicht rausgefallen. Ey, das ist wieder Sachen und neben hier geht's? Gefallen. Hier geht es aber? Ich raff's nicht, Tobi. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Anker werfen. Ich mach kurz X. Oh, man kann ihn nicht mal abbauen. Doch, okay, Gott sei Dank. Vielleicht ist es hier die Wand? Ich. Naja, auch weiter vorne irgendwie will er nicht so richtig. Okay. Da, wo es eigentlich noch gut aussehen würde, da will er halt auch nicht. Warum auch immer. Aber noch ein weiter vorne, wo es halt scheiße aussieht. Da geht's. Also offenbar, das Bausystem sucht halt eine Location aus, die muss scheiße aussehen. Das ist wichtig. Essentiell einfach. Ich verstehe, wenn er nicht durch die Wand bauen will. Das verstehe ich irgendwo. Natürlich auch. Das ist das Beste. So. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, das Loch ist groß genug, ne? Das würde theoretisch gehen. Ich meine, ansonsten machen wir es halt so hin und machen hier in die Ecke noch was anderes. Wenn es nicht anders geht. Hä, das ist halt super weird einfach. Ja, ja. Ja. Okay, warte, ich entferne das nochmal schnell. Dann mache ich hinten zu. Super strange. Mhm. So. Und dann machen wir hier noch irgendwas anderes hin. Keine Ahnung was. Ich weiß auch nicht. So, naja, zumindest haben wir jetzt einen Anker. Dann ist er eben krumm und schief und sieht nicht gut aus. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja, aber immer noch besser als die als der andere. So, wir brauchten Platz für Holz, ne? Jo. Na dann,
gierig Walte deines Amtes. Dann sieh mal zu. So. Wie Planken haben wir denn? Müsste immer noch 1300 wieder sein, ne? Ja, 1431. Noch. Ist mir einen Gefallen, kannst du die beiden Solardinger abbauen? Ja. Oh, das ist eine kleine Insel nebenbei, okay. Heul, das dauert Ewigkeiten, warte. Ja, kein Problem. Silence. Silence! So. Muss ich mal an den von Horizon denken. An Horizon? Ach ja, ja. Der, ja. Der irgendwie fortschrittlichste Mensch des Universums. Ja. Ja, ist irgendwie sehr weird alles. Okay. Die nächste Etage wird lustig. So. Bup, bup. Siehst du das, wie ich zubaue, oder siehst du da auch wieder nichts? Das sehe ich gerade noch. Das sehe ich gerade noch. Okay. Aber das wird wahrscheinlich auch gleich wieder verschwinden, denke ich mal. Na, ich hoffe mal nicht. Achso, die Tikis müssen, glaube ich, auch mal weg, ne? Die was? Die Tikis, die Tiki-Dinger, da müssen wir... Achso, kann man die einfach so abbauen auch wieder? Ja, ne? Ja, ich glaube schon, ja, ja. So, jetzt mal gucken, dass es wieder mit der Ecke nicht funktioniert. Natürlich, ich verstehe das. Doch, obwohl jetzt, hier geht's jetzt, okay. Z, jetzt geht Z nicht mehr. Hä? Also bei mir, jetzt ist die Decke wieder weg. Jetzt, wo ich die Tikis weggebaut habe, ist die Decke wieder weg. Oh, cool. es ist mir ein Rätsel. Nice. Fliege ich jetzt bei dir? Nee, du stehst noch auf dem Teil, wo noch da ist, aber es sind so Löcher überall drinne. Sehr weird. Und ich kann nicht mehr mit Keine Z... Ahnung. Ach! Hä? Jetzt kann ich mit Y statt mit Z, okay. Na gut. Hab ich aus der Ami-Tastatur eingestellt? So. So und so. Prima, prima. Okay. Vielen Dank fürs Wegräumen. Na klar. Und das heißt, wir müssten jetzt quasi hier hinten sind die Segel. Hier hinten ist das Sonnendeck und hier ist ja das Ende. Beim Ende vom Schiff, hier hinten sind dann die Kontrollen fürs Schiff. Hier oben. Hier müsste so der Kapitän müsste hier sein, theoretisch. Le Capitain. Oui, 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 oui. Und darüber dann aber. Darüber dann aber unsere Wohnquartiere. Natürlich. Ist das nicht zu weit weg? Weil irgendwie sieht man von hier doch nicht so gut, wie ich dachte. Oder soll man die Wohnquartiere lieber hier hin machen und dann von ganz oben die Navigation? Wäre vielleicht schlauer, ne? Weil du siehst wahrscheinlich vorne nichts, denke ich mal, wegen dem breiten Deck. Genau, genau. Ja, dann lass doch einfach hier die Wohnquartiere und eins darüber dann. Ja, dann machen wir das so. Würde ich die über obere Etage vielleicht sogar zwei hoch machen? Wir haben ja eh die Wohnquartiere. Also wirklich. Also, ja. Also die Navigation wäre dann auf den Wohnquartieren und zwar so, dass davor halt nicht mehr viel ist. Achso, ja gut, dann easy. Genau, dass du da ein bisschen mehr Ausblick hast. Das müsste eigentlich gehen. Glaube ich. Problem ist, ich weiß nicht, wie man sowas baut, weil ich gar nicht weiß, wie sowas aussieht. Also Tobi, nur zu deiner Information, das hier drin sieht ganz gut aus, glaube ich. Ah, okay, nice, nice, nice. So, ist natürlich noch nicht fertig. Ich würde aber erstmal die ganze Navi nach oben stellen. Ja, damit der Scheiß da raus ist, ja. Ja, genau. Unbedingt. So, das Ding weg. Oh, mal die Batterie erstmal aufnehmen, dann das Ding hier weg. So. Hm, toll, die Tiki-Figuren kann man nicht stapeln. Ach, wie toll. Hm. Warum sollte man auch? Man kann die ja nur stapeln auf dem Boden. Ja. Warum soll man die auch so stapeln können? Entschuldigung. Weird. So, dann mal raus aus dem Beet hier. Oh, endlich. Endlich kommt das hier mal weg. Das hier auch. So,
So. Ah, ah, ah. Oh, ho. Leichte Erregung. Ah. Tobi, guck mal kurz, wie das ohne aussieht hier. Ich sag mal zwar kurz mal keine Navigation, aber. Oh, nice. Viel angenehmer. Ich würde am liebsten noch. Ich würde halt so gerne die Beete ein bisschen nach vorne ziehen, ne? Oh, ich muss die Rohre fixen, damit die Wasser kriegen. Ich glaube, hier ist auch die Batterie. Nee, nicht die leer? Nee, Wasser weg. Gras weg. Nee, die Batterie habe ich gerade erst geguckt gehabt. Okay, aber cool. Stimmt, wir kriegen ja gar kein Wasser dann. Ja, das soll ich vielleicht mal schnell machen. So, Blumen gewachsen, Blumen gewachsen. Brauchen die auch nicht. Guck sie dir mal an. Ja, die sind schon fett genug, die Tiere, ne? Ja. Denen geht's halt schon ein bisschen zu gut, möchte ich sagen. Die sollen erstmal was geben, bevor sie es nehmen. Ja. Und ich mag es nicht, wenn es Tieren zu gut geht. So, achso, warte mal, das muss ich mit. Dieser Beitrag wurde Ihnen gesponsert von Tönnies. So. Schlachten ist mein Leben. Ich hab so viel zu geben. Nämlich Blut, Blut, Blut. So, warte. Was? Was? Nee, haben die nicht immer so lustige Lieder gesungen da? Bei diesem Firmenverein? Keine Ahnung, Erik. Ich weiß nicht. Schlachten find ich wunderbar. Da knirscht es auch am Schädel. Schlachten mach ich gern im Sommer. Gerne mit meinem Mädel. Die machen nochmal diese Volksmusik-Dinger. Okay. So, warte. Kann schon sein. Also ich bin nicht gut in Volksmusik, ne? Ich muss mir da jetzt was anderes ausdenken, glaube ich. So. Volksmusik ist halt auch überhaupt nicht meins. Nee. So gar nicht. So, theoretisch müsste gleich wieder alles angeschlossen sein. Und hier mache ich dann mal einfach. Ach, kann ich ja gar nicht dicht machen. Kann ich das vielleicht mit sowas hier? Nee, ne? Also, das ist doch jetzt lächerlich. Ah, das ist doch jetzt lächerlich. Das ist jetzt aber. Ich probiere es trotzdem mal mit diesen Wänden. So. Mal gucken. So.